Moin moin und wieder mal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch den Wohnmobilpark bei Schacht Audorf vorstellen. Zurzeit beträgt hier die Übernachtung 14 Euro und zwei Erwachsene und Kinder sind in diesem Preis inbegriffen. Dieses ist ein absolut toller Platz, um die riesigen Schiffe, die hier ständig vorbeifahren, zu beobachten, zu fotografieren oder zu filmen. Natürlich lässt es sich hier auch einfach nur relaxen. Der Stellplatz befindet sich direkt am Nord-Ostsee-Kanal und wird nur durch einen Weg von dem Kanal getrennt. Da dieser Platz auf einer Anhöhe liegt, kann man wunderbar die Schiffe beobachten. Der Platz verfügt über 41 Stellplätze und ist nur für Wohnmobile geeignet. Wasser kostet wie überall 1 Euro pro 100 Liter. Strom gibt es hier auch in ausreichender Zahl für 70 Cent pro Kilowatt. Und die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist hier inklusive. Auf diesem Platz sind auch WCs und Duschen vorhanden, wobei die Nutzung dann 1 Euro kostet. Hunde sind hier auch gerne gesehen und der Platz ist auch nachts beleuchtet. Bewacht ist dieser Platz nicht und verfügt auch nicht über ein WLAN-Netz. Teilweise ist dieser Platz schattig und kann auch mal uneben sein. Eine große Hinweistafel steht hier und hier können wir dann mal sehen, wie die einzelnen Stellplätze aufgebaut sind. Davor ist dann direkt der Kanal und wir haben hier nur einen Weg zwischen Stellplatz und dem Kanal. Hier in diesem Häuschen gibt es ein paar Informationen. Es gibt ausreichend Müllbehälter. Wir haben hier die Kassettenentleerung und die Grauwasserentsorgung. Moderne Stromsäulen sind hier ebenfalls vorhanden und die einzelnen Plätze sind dann durch Balken getrennt. Wie man hier sehen kann, jeder möchte natürlich gerne vorne in erster Reihe stehen. Und dann in der Mitte des Platzes befindet sich der Kassenautomat. Und sehr schön nochmal hier zu sehen, von der anderen Seite vom Nord-Ostsee-Kanal auf den Stellplatz. Tolle Schiffe passieren hier unentwegt den Kanal. Hier dann nochmal eine Übersicht. Die hintere Reihe der Stellplätze. Diese sind dann nicht durch Balken getrennt. Und wir fahren jetzt noch einmal über den Platz. Ganz rechts ist die Entsorgungsstation, dann kommen die Mülleimer, hier befinden sich weitere Stellplätze, es gibt überall mal Tische und Stühle, wo man sich gemütlich hinsetzen kann und aufs Wasser gucken. Hier sehen wir nochmal die erste Reihe, wie schön man vorne am Kanal steht. Und am Ende des Platzes befinden sich dann hier die Toiletten und die Duschen, die dann mit 1 Euro gespeist werden müssen. So, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie euch dieser Platz gefällt. Oder falls ihr irgendwas anzumerken habt. In diesem Sinne sage ich wie immer ciao ciao, habt eine gute Fahrt und bleibt alle gesund.